Inline-Skates sind das Markenzeichen der Teenager Astrid und Franziska. Nicht nur, dass sie mit denen das rumfahren, sie spielen dazu auch noch Harmonika und sie singen dazu auch noch und sie buhlen so um Gunst vom Publikum und das klingt absolut. Ich bin sicher, sie werden euch begeistern. Herzlich willkommen, hier sind Twinnies! Die Franzi und die Astrid, das stimmt. Richtig, richtig. Wie kommt man auf die Idee, Harmonika zu spielen, zu singen und das Ganze auf Inlineskates zu machen? Also angefangen hat das Ganze erstmal in der Harmonikaschule meines Papas. Da haben wir uns nämlich dann kennengelernt und dann miteinander Harmonika gespielt. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir halt im Hotel von Astrid, ihren Eltern, auch mal Harmonika spielen können, um unser Taschengeld aufzubessern. Und letztendlich ist dann zufällig ein Produzent drin gesessen und hat dann unsere lustige Kombination aus Inlinern und Harmonikaspielen gesehen. Naja, und das war nicht irgendein Produzent, das war der Produzent vom DJ Ötzi, gell, der da war. Ah, genau, jawohl, das funktioniert. Euch daheim übrigens, muss ich noch sagen, das Voting, wenn man das so wirklich richtig zu und her geht, das war abgeschlossen, wenn ich jetzt so Schweizerdeutsch spreche. Also, versteht ihr das? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein. Wir sind jetzt das erste Mal hier in der Schweiz. Ja. Und es gefällt euch? Ja, ganz schön ist. Echt? Vor allem die Alpen. Ja? Ja. Was sagt man in Bayern über die Schweizer? Nichts Böses? Nein. Nein, überhaupt.
Aber über die Kameramänner, gell, die habt ihr ein bisschen Probleme mit denen. Stimmt schon, gell? Ja, manchmal müssen sie halt schauen, dass wir unseren Tempo mithalten. Vorher, daheim im Fernsehbild, haben wir es gar nicht groß gesehen, fast der Zusammenstoß zwischen Kameramann und euch beiden. Ihr mischt ja die Volksmusik extrem auf im Moment. Beim Andi Borg wart ihr im Musikantenstart. Letzt hier, ihr habt gesehen, wie das Publikum mitgeht. Wollt ihr so richtig durchstarten? Was sind die nächsten Projekte von euch? Ja, also wir sind ja eigentlich noch recht jung, aber wir wollen halt schon viel erreichen mit unserer Musik. Unter anderem wollen wir gerne mal eine Auszeichnung dafür erhalten. Ja, und jetzt geht's auch weiter mit anderen Terminen oder vielen Interviews. Ja, das ist lustig, nehme ich an. Ja, genau. Und das mit der Auszeichnung, das wird auch noch kommen. Müsst schauen, das funktioniert. Von uns bekommt ihr eine Auszeichnung akustischer Natur. Den Riesenapplaus nämlich. Toll, dass ihr hier wart. Die Twinnies, Dankeschön. Dankeschön.